Die Schneemassen locken die Deutschen in die heimischen Skigebiete. Doch diese können dem Ansturm nicht standhalten. Trotz wiederholter Bitten der Stadt Winterberg, auf Ski- und Rodelspaß im Lockdown zu verzichten, füllen sich die Parkplätze am Sonntag wieder und auf den Straßen bilden sich Staus. Sebastian Held von der Polizei Hochsauerland berichtet auch von vermehrten Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen. Gestern kam es auch wieder zu vermehrten Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung, aber auch gegen die erlassene Maskenpflicht. Das hat dazu geführt, dass die Stadt sich entschieden hat, hier Betretungsverbote für einige Skipisten auszusprechen. Und das ist auch der Grund, warum wir das Kräfteaufgebot nochmal erhöht haben, um das auch zu kontrollieren. Dass einige Skipisten trotzdem belaufen sind, das war uns von vornherein klar, dass das passiert. Man muss einfach wissen, wir haben über 40 Hänge, die hängen alle miteinander zusammen. Das sind zigtausend Quadratkilometer. Das ist unmöglich, das zu verhindern. Aber die Kollegen greifen da ein und bringen die Leute von der Piste. Das funktioniert sehr gut. Nun greift sogar die Polizei durch. Am Nachmittag werden mehrere Bundesstraßen, die als Hauptzufahrtsstraßen in den Skiort gelten, gesperrt, um weitere Anreisende fernzuhalten. Nur Anrainer werden weiterhin durchgelassen. Es kommt jetzt praktisch niemand mehr rein. Wir haben leider auch heute wieder die Feststellung gemacht, dass viele Menschen das nicht abgehalten hat. Auch die Ankündigung, dass hier die Skipisten nicht betreten werden dürfen. Und deswegen mussten wir jetzt in Absprache mit der Stadt hier die Zufahrten sperren. Das heißt also, wir haben die Hauptzufahrtsstraßen, die nach Winterberg führt, alle konsequent zugemacht, um so zu verhindern, dass hier die Skipisten wieder volllaufen.